Meine Internet, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Ihr fragt euch sicherlich, warum hocke ich schon wieder in einem Bienenfarmraum zusammen mit dem Dunkel 2, der aussieht wie so ein schwules Kätzchen. Die Antwort ist ganz einfach. Ich stehe vor meinen 3 Millionen XP. Und ich habe in letzter Zeit keine Hobbys, level einfach wie Sau. Du kannst übrigens auch mal Hallo sagen, mich meiner Rede unterbrechen. Und ja, hi. Und ich nehme das jetzt auch auf, für ihn ist das ein Doppel-Level-Up, also ich werde meine 3 Millionen machen und er wird dann aufsteigen auf Baron. An dieser Stelle schon mal ein Glückwunsch von mir. Sei nicht zu voreilig, ich sag dir, sei nicht zu voreilig, ich habe noch nicht den Grad, pass auf. Gut, aber du wirst auf jeden Fall spätestens dann in einer Woche, weil Montag war ja aktuell... Aber glaub mir, ich hab hier schon so eine schlechte Vorahnung, ich hab hier schon eine Vorahnung. Weißt du, was ich so krass finde? Bei der letzten Aktualisierung, das möchte ich auch nochmal ganz kurz betonen, bei der letzten Aktualisierung am Montag hatte ich 1,6 Millionen XP, knapp 1,7, ganz kurz vor 1,7. Ich habe übrigens das Video zu den 2 Millionen, ja, habe ich zwar am... wann habe ich das hochgeladen? Donnerstag, ne? Das habe ich Mittwoch auf... Warte mal, ist es gestern online? Bitte? Ja, gestern online, nee, Freitag hochgeladen, Freitag Donnerstags hochgeladen. Wollte ich hochladen, Mittwoch habe ich aufgenommen. Ich hatte da schon meine 2 Millionen. Ich habe jetzt in knapp 5 Tagen oder so meine Millionen gemacht. Also bitte jetzt nicht rumflamen. Ey, der Spasti hat doch bestimmt gebottet. Der hat doch niemals in 2 Tagen 1 Million XP machen. Ja, Leute, so sieht es aus. Ich will nur mal kurz dazu sagen, falls mich irgendjemand melden will, weil ich werde wahrscheinlich nach dem nächsten Update wenigstens auf Grad 6 vorpreschen. Mindestens. Wie es mit Grad 5 ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich will ich... höre ich bei 4,4 Millionen erstmal aufzufarmen, weil ich will wenigstens einmal Graf werden. Und ja. Und ich möchte übrigens noch ein Thema ansprechen, was mir persönlich leider sehr auf dem Herz liegt, was auch meine YouTube-Karriere bzw. meine YouTube-Videos sehr, sehr einschränken wird. Das ist jetzt auch ein bisschen hart, das anzusprechen, aber ich muss es einfach machen, bevor ich das irgendwie im nächsten Video mache. Ich bin jemand, der es klar auf den Punkt bringt. Ich habe, wie die meisten wissen, oder beziehungsweise die wenigen, ich habe eine 5 auf dem Zeugnis in Physik. Und die Konsequenz meiner Eltern daraufhin war, dass mein PC jetzt für mindestens ein Vierteljahr weg ist. Ich kriege den PC nur am Wochenende zurück. Und das heißt, ich werde natürlich am Wochenende so hart wie möglich aufnehmen, aber ich denke, unter der Woche wird höchstens alle 3 Tage bis 4 Tage ein Video kommen, sonst komme ich mit dem Rhythmus nicht hin. Und ich möchte auch jetzt nicht irgendwie Mitleid oder so von euch haben, aber ich möchte, dass ihr wenigstens Bescheid wisst, weil, wie gesagt, das bin ich euch einfach schuldig, dafür, dass ihr das Video hier jeden Tag anschaut. Ich möchte auch übrigens mich nochmal bedanken an allen, die mich immer anflüstern, GP, super Video, mach weiter so. Ein vielen Dank an all meine treuen Abonnenten, und bevor ich jetzt weiter durchlabere und der Dunkel einfach so ist wie ein Statist, dann möchte ich noch einfach gleich mal auch ins Gespräch mit einziehen. Na, Süßer? Das war gerade ein Weltrekord im Durchlabern. Alter. Joa, naja, Weltrekord jetzt nicht. Den Weltrekord halte immer noch ich, also pass auf. Ja, gut. Und ich möchte einfach mal sagen, danke, dass ich einen guten Bienenfarmpartner fürs Leben gefunden habe. Ganz genau. Ja, ja. So, Leute, nach dem Boss werden dann die Leute geholt. Mal gucken, wie voll der Raum wird. Aber ich bin ganz ehrlich gesagt ein kleines bisschen aufgeregt. 3 Millionen. Ich weiß von Gecko, dass der knapp 3,1 Mille hat. Ah, morgen wird dann zur Oma gefahren, die schon hier bei mir ist und immer reinguckt. Ihr wisst schon, die Oma mit Guck, ihr Bonus. Ja, die ist das. Oh, ja, typische Sachen. Die Greise von heute, sage ich doch. Ja, ist einfach so. Da kannst du deine Story eigentlich gleich mal erzählen von der Oma. Meine Oma-Stories also, ja, genau. Kennen die meisten schon. Ja, also dann passt mal auf, liebe Leute. Ich stand letztens in Frankfurt an der Straße, mitten in der Großstadt. Wenn ich dir mal was kurz dazu sagen darf, ja? Wenn bei mir 3 Autos am Tag vorbeifahren, dann ist das früh um 8 und das ist Hauptverkehrszeit. Ja, bei mir jetzt eher nicht. Auf jeden Fall stand ich in Frankfurt an der Straße, eine große Straße mit ganz vielen Autos an der hinter der Ampel. Und was hatten wir als Passwort? Rewe, ne? Ja, ganz genau. Und es steht eine ältere Dame bei mir. Holt schon mal Leute. Und der habe ich vorgeschlagen, ihr unter den Arm zu greifen beim Rübergehen, weil sie einfach etwas gebrechlich aussah. Und sie wollte mich daraufhin mit ihrem Regenschirm schlagen und dann habe ich einfach schön laut gesagt, dass sie es auch auf jeden Fall hört, die Greise von heute. Im Prinzip in Bezug auf die Jugend von heute, was ja einer der Lieblingssprüche von Person ist. Das sagt meine Oma auch immer. Ja? Jo.
ist so richtig schön altmodisch. Ich hab's vorhin schon mal im Clan-Chat geschrieben, ich kann's nur wiederholen. Das modernste Gerät bei meiner Oma zu Hause ist ein Fernseher mit bestechenden 360 Pixeln. Ja, und das Ding ist mehr... Also ihr kennt auch diese richtig alten Fernseher, diese alten Kisten, wo hinten alles dran war, ne? Das Ding geht nach hinten mehr weg, also hat er hinten mehr Platz, als nach vorne weggeht. Jawohl, danke, dass wenigstens die kommen. Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal geil. Auf jeden Fall. So. Na, der hat keinen Bock, ich hasse YouTube. Nein, was... Seht ihr, Leute? Genervte Leute, ihr habt... Ach komm. Ja, einige Internetprobleme, so. Aus. Och, jetzt hat Gerrit der Biene einen mitgegeben, der Arsch. Boah, ach, Alter. Es kommen keine Beleidigungen im Video. Ja gut, stimmt, der Rosettenpuperzer. Alter, Gerrit auch roter Ping, im Ernst. Alter, es kann doch nicht sein, dass wir nur drei Leute haben. Es muss doch wenigstens einer mal kommen. Alter. Boah, Alter, Giles 2, wenigstens einer. Ja, aber also ihr seht, ich bin in voll, ich bin in einem asozialen Clan, da kommt keiner. Vor allem, wenn es um ein besonderes Video geht. Ja, egal. Ja. Boah, alter BD fliegt wieder. 1900er Ping, 3000er Ping. Aber egal, 4 sind drinne, 4 zählen. Boah, auf jeden Fall bin ich dabei. Komm, lad. 3, ich sag's. 2, jawohl. Ja, auf jeden 5 Fall. 5 Leute. Geil. So, du machst dein Level ab zu. LOL. Ja, ich sag's ja, ich hab keinen Level Up. Ich hab's gesehen. LOL. Wie viel XP hast du? Jo, ich hab voll. Warte mal, ich geh jetzt erstmal raus. Jo, ich auch. Übrigens, ihr seht das, 3.019.998. Ich hab 2000. Oh, ich bin so ein Pro. Ich bin so ein Profi. 2000. Ja, Mann. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich heute gegen 13 Uhr. Nee, nicht gegen 13. Gegen 17 Uhr die 1 Million Forstpunkte-Grenze erreicht. Das ist auch nochmal etwas für mich persönlich Besonderes. Boah. Also dann, Leute, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für das Zuschauen von diesem Video. Auch fürs Daumen hoch geben, fürs Kommentare schreiben, was ja nicht so üppig ist in letzter Zeit. Naja, danke, dass ihr mich so lange unterstützt habt. Ihr habt es gehört, die Videos werden bald weniger, aber ich gebe mir Mühe, so gut wie möglich noch rauszuhauen. Bald werden wieder andere Videos kommen. Bis dahin, wem das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben hoch oder ein Abo da. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Du auch noch verabschieden. Ciao. No.